Hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich hatte auch Spaß an einer neuen Marke zusammen mit meinem Sohn. Und wir haben Pikachu gebaut. Wer das nicht weiß, ist ein Pokémon, habt ihr sicher schon gehört. Das ist eine Serie, die Nintendo videospielmäßig als erstes aufgelegt hat, dazu passend eine Anime-Serie rausgebracht, sehr erfolgreich mit einigen Ablegern. Und die meisten Kinder lieben das, sobald die in die Schule kommen. Die ersten 2 Jahre wird immer erstmal Pokémon getauscht. So ein Sammelkartenspiel. Und Mega Construct, eine Firma, die ich noch nie gehabt habe, hat die Lizenzen dafür. Und ich habe das erstaunlicherweise bei uns in Smith Toys gefunden. Hätte ich nicht erwartet. Aber nicht natürlich dort in der Nähe von Lego, sondern da, wo nur die Pokémon stehen. Gut, also, für die, die das hier so ein bisschen merkwürdig finden, das sollen die Blitze darstellen. Die nehme ich mal weg. Denn es ist ein Elektro-Pokémon. Wie die meisten Pokémon, bis auf 2 oder 3, ist es natürlich sehr intelligent und kann genauso Folgendes sagen. Pika, 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 Pika. Pikachu, Pika, Pika, Pika. Genau. Sonst kann es gar nichts. Aber dieses Teil hier lässt sich wenigstens toll posen. Das ist richtig schön. Weil ich denke mal zum reinen Spielen. Also beim Zusammenstecken, das ist etwas schwieriger als bei Lego oder so, weil die Kanten einfach schärfer sind. Ich weiß nicht, Kamera. So. Die sind halt irgendwie, also die Noppen sind scharfkantiger, nicht so schön abgerundet. Und das macht es ein bisschen schwieriger, um es genau aufeinander zu platzieren, zusammenzudrücken. Sobald es aber gefunden hat, flutscht es locker leicht rein. Da sind wir dann, wenn Lego auf einer Skala von 1 bis 10 7 wäre, dann sind das 6. Ne? Also rein spielen, eher weniger. Aber zum schönen bisschen posen, das funktioniert. Das kann man gut machen. Da kann man den dann auch richtig süß knuffig hinstellen. Ich habe das eben, wie gesagt, mit dem Sohnemann angefangen. Der hat den Kopf gebaut, ein bisschen mit dem Rest. Und also ja, den Rest. So ungefähr die Hälfte hat er mitgebaut, die andere Hälfte habe ich gebaut. Das ist die Anleitung. Ein dünnes, gebundenes Heft. So sieht das da drinnen aus. August. Also ist es alles Vollfarbe und das, was neu dazu kommt, hier seht ihr das vielleicht ganz gut, sind dann so rot markiert, genau die Auftreffpunkte, wo da die neuen Sachen drauf kommen sollen. Lässt sich gut nachbauen. Sohnemann hatte keinerlei Fragen, wo was hinkommt. Das hier ist auch gerade ein gutes Beispiel, was so mal abgeht. Also ist okay. Groß und Ganzen geht es so Lego-mäßig ab. Bauschritte sind gut. Es hat so eine Anleitung. Schlussendlich nur ein paar Anregungen, wie man den kleinen Pikachu auch noch hinstellen kann. Ne? Es gibt 2, 3 Varianten von den Pikachus, habe ich gesehen. Ich habe jetzt einfach mal die günstige geholt. Die kostet 23. Und günstig, also mit 23 sind wir bei 211 Teilen locker fluffig auf Lego-Niveau. Ne? Also da sind wir locker fluffig auf Lego-Niveau. Sind wir bei 10 Cent pro Teil locker. Und dafür wird es nicht in China produziert, sondern in der EU. In Kanada, Entschuldigung. Mega Constructs darf das wieder. Die hatten nämlich mal Knatsch mit Lego. Welcher Hersteller nicht, ne? Und Lego hat dann nach 6 Jahren Gerichtskampf aufgegeben und dann Mega Constructs dann ihre Produktion wieder aufgenommen. Dazwischen 6 Jahre Pause gehabt, die mussten 6 Jahre kämpfen, nur um schlussendlich ihr Recht zu bekommen. So,
Also, was ich ganz cool finde, ist, wie gesagt, man kann die Blitze so da dran tun. Das kann man dann auch wirklich schön positionieren. Die Ohren kann man richtig cool positionieren eigentlich. Das sind schöne Formteile, die sie extra dafür gemacht haben. Ohne aber, dass jetzt wirklich der Noppenstein, Herkunft versteckt wird. Gefällt mir also gut. Da oben auf so einem Kugelgelenk ist das da hier, ne? So dass man es das in alle Richtungen drehen kann. Die Klemmkraft ist, naja, also passt mal auf. Ich zeig's mal so. Gut. Ups, jetzt habe ich es beim Rumdrehen das da hier ab. Ne? Also auf der einen Seite sind genau die gleichen Teile. Ne? Sind genau die gleichen Teile. Aber da hält es relativ gut, da nicht so. Farbabweichungen, mal gucken, ob es jetzt die Kamera so, ja, das müsste man sehen. Seht ihr da vorne den Strich da? Die Farben sind unterschiedlich. Ich habe ungefähr vier verschiedene Gelbtöne gefunden. Zieht sich durch die Bank durch, auch hier unten. Ich weiß nicht, wie gut die neue Kamera das jetzt einfällt. Ich muss da erst mal lernen mit Beleuchtung und alles. Aber ja, es hat Farbabweichung. Also ein reines Spielset ist es nicht, es ist ein Display-Set. Es funktioniert. Die haben ja noch viele andere Sachen im Programm. Die haben ja so. Wir haben zum Beispiel Halo oder die Computerspielserie von Microsoft, die recht bekannte Bungie, heißt das, glaube ich, die Firma, die im Auftrag von Microsoft das hergestellt hat und herstellt. Die haben dort halt Sachen. Sie haben Game of Thrones, Walking Dead, nicht Death, Dead. Und sie haben Masters of the Universe. He-Man bei der Power of Grayskull, ne? Und Pokémon. Also, mein Sohnemann möchte sich das hinstellen und das funktioniert sehr gut. Dafür ist es sehr gut in Ordnung. Zum Reinspielen, ich denke, da fehlen uns zu sehr die Sachen auf die Dauer. Ne? Muss jeder selber wissen, ob er es riskieren möchte oder nicht, aber ich würde eher sagen, nein. Und mit dem Sohnemann muss man helfen, wenn er 6 ist, eben weil ein bisschen scharfkantig. Aber ansonsten solide. Solides Mittelfeld, würde ich mal sagen. Aber jetzt nichts, weswegen ich, also sagen wir mal, ohne Lizenz würde ich es nicht kaufen. Weil dafür ist es aber ziemlich teuer. Ne? Das ist so meine Meinung zu dem Thema. Also das finde ich, ja. Das ist locker Lego-Niveau und Lego-Niveau, da kaufe ich auch nur, wenn es wirklich, wirklich, wirklich was ganz, ganz Spezielles ist. Schön ist, dass man bei der Konstruktion hier so ein bisschen rumspielen kann. Kann sich also selber überschreiben, wie blitzig das denn sein soll. Upsi. Das war jetzt nicht der Fehler von Pikachu, sondern von mir. Doch. Also das Transclear ist übrigens auch absolutes Transclear. Das ist gut. Und ich glaube, viel mehr gibt es da gar nichts mehr zu sagen. Außer Pika, 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 Pika. Genau, mehr kriegt er nicht hin. Pokémon halt. Macht's gut, baut schön und bis zum nächsten Video. Viel Spaß. Bye, bye.